heutigen Andacht. Mein Name ist Dirk Vogau und ich bin Pfarrer in Kirchspiel-Ahlheim. Heute melde ich mich aus der Kirche in Licherode, der Kirche auf dem Berg. Das ist die kleinste Kirche in unserer Gemeinde. Und jetzt zu Corona-Zeiten passt mal gerade 10 Menschen rein. Was bei einem 100-Seelendorf eigentlich auch noch ausreichend ist. Aber trotzdem, es reicht uns hin und her. Es ist ganz schön eng hier drin und wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Auf dem Altar liegen noch immer die Sorgensteine, die wir seit dem 15. März dorthin legen. Jeder, den was bedrückt, legt seinen Stein ab. An Himmelfahrt, wenn wir den ersten Gottesdienst nach langer Pause feiern, dann werden wir sie abräumen. Und als Gegensatz dazu steht hier auf der Seite ein Strauß, ein Hoffnungsstrauß mit Wünschen von unseren 7 Kindergottesdienstkindern hier in Licherode für die Zeit nach Corona. Gegensätze, Sorgen und Hoffnungen, Ängste und Wünsche, das ist es, was uns im Augenblick bewegt. Als diese Katastrophe auf uns zurollte, da entwickelte sich in unserem Land, in unseren Dörfern und Städten, trotz Distanz eine ungeheure Nähe, eine Gemeinschaft, die so lange nicht mehr zu spüren war. Doch jetzt, wo zügig eine Lockerung nach der anderen in Kraft tritt, da gehen Risse durch diese Gemeinschaft. Das, wonach wir uns sehnen, droht unter dem Wunsch, sich selber am nächsten zu sein, zu verschwinden. Wir sind eigenständig, frei, wir suchen zusätzliche Schlupflöcher, um das eine oder andere zu umgehen. Ja, ganz ehrlich, ich habe mich beim Ausmessen in dieser kleinen Kirche erwischt, dass ich hoffte, hier und da vielleicht doch noch ein Plätzchen mehr herausholen zu können, unabhängig von der Verordnung. Auch in mir wohnt ein solches Sehnen, von dem ich singen will. Selbstverständlich hätte ich
als Pfarrer gerne mehr Freiheit in meiner Gemeinde. Natürlich würde ich mich freuen, wenn Frauenkreis und Männertreff und vieles andere mehr wieder laufen würden. Aber das ist halt nicht so. Und dann sehe und höre ich, wie Menschen sich untereinander beschimpfen, wie sie sich selber nicht ernst genommen fühlen. Und das gilt sowohl für die, die die Krankheit fürchten, wie auch für die, die um ihre Freiheit fürchten. Beide scheinen mir zugleich arme und zornige zu sein. Ich kann das gut verstehen. Und dann setze ich auf Gott. Du Gott, wir sehnen uns nach Frieden, nach Hoffnung und Freiheit. Kannst du uns nicht helfen, dass wir das miteinander auf die Reihe bekommen? Wir sehnen uns in Ohnmacht nach Einsicht, Mut und Beistand. Kannst du uns nicht den Nächsten schicken, damit er uns zur Seite steht? Gerade haben wir im Kirchenvorstand den Gottesdienstplan für die nächsten 2 Monate beschlossen. Unter Vorbehalt, versteht sich. Keiner kann sagen, wie weit wir damit kommen. Müssen wir wieder alles zumachen, weil eine zweite Welle auf uns zukommt? Oder können wir vielleicht schon bald wieder nebeneinander sitzen und nicht mit 1,50 Meter Abstand? Alles, was wir tun, ist mit großer Unsicherheit verbunden. Keiner weiß, was wirklich kommen mag. Und dann müssen wir uns gegenseitig das Leben noch schwer machen? Ist das wirklich nötig? Ich hoffe auf die Gerechten, die Weisen, die Gott uns sendet, um uns den Weg zu zeigen und denen wir freudig folgen wollen. Über meinem Schreibtisch hängt ein Vers, den ich geschenkt bekommen habe. Send auch auf meinen Wegen mir deinen Engel zu und sprich du selbst den Segen zu allem, was ich tue. Gib mir von allen Dingen getrosten Mut und Geist, dass freudig ich vollbringe, was mein Beruf mich heißt. Ich wünsche mir, immer wenn ich diese Worte lese, dass du, Gott, das Sehnen nach Wahrheit und Weisheit von uns Menschen stillst und uns ganz nahe bist. Amen. Dein Name,
wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns der Licht und Kraft schenkende, der Trost und Glück ausstreuende Gott, der Vater der